Hallo Leute, heute wird gebacken. Meine Paradedisziplin natürlich überhaupt nicht. Trotzdem werde ich euch einen echten Leckerbissen heute zeigen. Migliaccio heißt dieses Dessert, dieser Kuchen, dieser Grießkuchen. Ist eine Spezialität aus Neapel und wir sorgen dafür, dass wir heute was richtig Leckeres, Süßes bekommen. Abseits von Lisa. Es wird richtig gut. Backen bedeutet immer, wir brauchen eine ganze Menge, auch so mit genauen Mengenangaben. Das mache ich ja eigentlich nicht so gerne, aber ich habe hier alles schon abgewogen und abgepackt. Wir haben Grieß, wir haben Ricotta, wir haben Himbeeren, wir haben Zucker, wir haben Eier, Butter, Puderzucker, ein bisschen Mehl, Milch, Orangen und Zitronen und eine Vanilleschote. Und bevor ich es vergesse, weil das Ding in so einem kleinen Ding hier abgepackt war, Limoncello. Ist fast schon ein bisschen verlockend, dass ich es nicht selber trinke, aber wir brauchen ihn zum Backen. Wir legen jetzt aber auf jeden Fall einfach mal los. Das heißt, wir haben ja schon mal die Milch, die können wir schon mal in den Topf geben. Also alles, was wir da brauchen, ist übrigens ein halber Liter. Was kommt noch dazu? Die Schale von einer Zitrone und einer Orange. Dafür nehme ich mir einen Sparschäler. Auch hier natürlich vorher waschen. Das habe ich natürlich auch wieder im Vorfeld getan. Aber Lisa, stimmt, ne? Haben wir gemacht. Ich bin froh, wenn du dir nach dem Toilettengang die Hände wäscht. Guck mal, das stellt mich ja fast jetzt bloß da vor den Leuten da draußen. Ich hoffe, ihr wisst, dass das Mädel da hinten ganz schön viel Mumpitz erzählt. So, ist trotzdem eine Liebe. Was jetzt noch reinkommt, das ist hier das Innere der Vanilleschote. So, ihr merkt so zum Beispiel, mit dem Backen tue ich mich auch nicht so ganz leicht. Und den Rest der Schote legen wir halt einfach auch nochmal so rein. Hier auch noch rein kommt der komplette Zucker. Sieht das schon ganz gut aus, oder? Es riecht vor allen Dingen jetzt auch extrem nach der Orange und auch nach der Zitrone. Also ich glaube, das kann gleich eine ganz leckere, fruchtige Kuchennummer werden. Und wo süß drin ist, darf auch nie eine Prise Salz fehlen. Genau deshalb hier auch noch ein, zwei kleine Prisen Salz rein. Jetzt seht ihr, die Milch ist jetzt so langsam am Aufkochen. Das heißt, wir entfernen jetzt hier die ganzen Schalen. Zack. Raus damit. Und wenn ihr das dann alles draußen habt, dann kommt nämlich gleich auch schon die Hälfte vom Grieß dazu. Das könnt ihr ja in etwa so nach Augenmaß abpassen. Schau mal hier, das ist die Gesamtmasse. Hälfte ungefähr rein. So, nach 2-3 Minuten ist das ganze Ding ja auch schon so ein bisschen angedickter. Was mache ich jetzt also? Jetzt machen wir den Herd aus, lassen das aber im Topf, damit das Ganze schön warm bleibt. Kippen jetzt den Rest vom Grieß dazu. Den rühren wir jetzt auch noch dann schön unter, dass das Ganze jetzt gleich auch wirklich richtig dick wird. Jetzt können wir das Ganze nämlich hier vom Herd runternehmen. Dafür habe ich mir hier so eine große Schale fertig gemacht. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt schon erahnen, was das gleich für ein fluffiger Leckerbissen wird. Wir nehmen jetzt noch den Abrieb von einer Zitrone und einer Orange. Den geben wir jetzt auch noch dazu. Und wenn ihr ganz, ganz cool seid, dann kriegt ihr nämlich auch noch die richtig coolen Amalfi-Zitronen. Schmeckt dann sicherlich noch mal ein bisschen besser. Heißt aber nicht, dass unser Kuchen jetzt gleich weniger gut schmeckt, nur weil wir die Amalfi-Zitronen nicht haben. Das Gleiche, was wir gerade mit einer Zitrone gemacht haben, machen wir jetzt mit einer Orange. Och, ich liebe diese Effekte. Ja, man könnte fast meinen, irgendwo stehen noch irgendwelche Leute, die das dann machen. Ne, Lisa? Vor allen Dingen dann auch schön mit dem Bundesligaspiel da drunter. So, der ganze Abrieb von den Zitronen und von den Orangen ist drin. Wir nehmen jetzt die Ricotta-Masse, also ich habe schon richtig Lust. Rein da. Könnt ihr natürlich ein bisschen mit dem Schneebesen ausprobieren. Kippen dann noch den Limoncello dazu, damit das Ganze noch ein bisschen flüssiger wird. Und merken dann relativ schnell, das Handrührgerät ist um einiges besser. Und das werde ich jetzt holen. Wir sehen aber auch, dass das ein bisschen besser geht als jetzt hier mit dem Schneebesen. Deshalb war das, glaube ich, schon eine ganz gute Idee, jetzt hier auf den elektronischen Helfer zurückzugreifen. Also hier werden die Eier nicht mehr drin stocken. Deswegen können wir die Eier jetzt dazugeben. Ist doch ganz cool. Du stellst sie. Nee, nein, einen nach dem anderen. Und jetzt kommen die Eier, die können wir jetzt auch dazugeben. Und 4 Stück brauche ich, glaube ich. 1, 2, 3, 4.
Bei dem habe ich es ein bisschen spannender gemacht, aber es war abzusehen, dass er auch klappen würde. Jetzt lassen wir den Motor wieder heulen. Mein Haus, mein Boot, meine Frau, mein Hund, mein Rührmixer. Wir haben eine schöne, backreife Konsistenz. Eingefettet haben wir diese schöne Form jetzt schon. Was machen wir jetzt? Wir bestäuben sie noch mit Mehl, also Rand, Seite, unten, alles, was es hier so gibt. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr das gemacht habt, fasst euch ins Gesicht und geht einmal durch die Haare. Richtig gut. Und hier wollen wir natürlich nichts verschenken, ne, Lisa? Der Kuchen muss einfach merken, dass es eine Beziehung zwischen dem Ersteller und ihm gibt. Wir sind jetzt schon echt weit. Ich habe jetzt den Backofen auf 180 Grad vorgeheizt, denn jetzt gibt es nur noch einen Schritt, beziehungsweise einen Schritt vor dem Backen, reinschieben, den Kuchen in den Ofen. Und jetzt guckt euch das hier mal an. Es sieht nicht nur unglaublich gut aus, der riecht auch unglaublich gut. Und was jetzt noch fehlt, das ist Puderzucker und die Himbeeren. So als Garnitur, ich kann euch nur sagen, geiz da nicht mit. Und fertig ist unser Migliaccio aus Napoli. Ich kann es kaum noch erwarten, das Teil zu essen. Ich hoffe, ihr backt es zu Hause auch nach. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst Kommentare da, abonniert den Kanal, vor allen Dingen auch die Glocke, damit ihr wirklich gar nichts mehr hier verpasst. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir, Lisa und ich, werden hier auf jeden Fall gleich schon mal ein bisschen naschen. Und ich gönne euch das zu Hause auf jeden Fall auch. Also bis zur nächsten Runde. Ciao.